Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen bei Shoki Banoki New Television zu Daily, der Tagesdosis Angeberwissen. Ja, ich bin der Sascha und das ist der Till. Und der Till ist bekannt von seinem eigenen Kanal Till und sein Vlog. Ja, aber heute erzählen wir vom 14. August und am 14. August gibt es auch ein Geburtstagskind. Richtig. Und das Geburtstagskind ist? Irvin Johnson. Irvin besser Johnson. Bekannt als Magic Johnson. Magic Johnson, der ja damals aufgrund seiner HIV-Krankheit an den Olympischen Spielen so bekannt wurde. Oder war das noch nicht so? Möglich wäre es. Möglich wäre, der war doch, das war doch, also der war doch, ist doch in der NBA, hat er doch gespielt. Richtig. Und dann ist er an HIV erkrankt und ist aber dann trotzdem noch mit seiner Mannschaft, also mit dem Dream Team, war das nicht das erste Dream Team bei den Olympischen Spielen? Guckt mich an mit drei Fragezeichen in meinem Kopf. Jedenfalls ist er dann zu den Olympischen Spielen und da war das so ein Riesending, dass ein HIV-Kranker bei den Olympischen Spielen auch noch die Goldmedaille geholt hat. Natürlich, die Amerikaner holen im Basketball immer die Goldmedaille. Hat er nicht auch Schuhe, die Air Jones? Die was? Nike Air Johnson? Das sind die Air Jordan. Ach, Jordan, ach, das war das ist ein anderer Kollege. Ja. Ach, ich merke, Basketballer sind doch alles. Du hast nicht gleichen. Nur von Fußball keine Ahnung. Ja. Nein, Sport im Allgemeinen. 1945, am 14. August, hat auch Japan kapituliert und damit den Zweiten Weltkrieg beendet. So. Gratulation. Ja. Und was war noch am 14. August? Kinostart. Kinostart in Deutschland. Und zwar 69. Spiel mir das Lied vom Tod. Kennst du? Den kenne ich. Yeah! Endlich mal wieder einen. Also die ganz alten Schinken kennst du, ne? Ja, ganz alte kenne ich. Ja. Spiel mir das Lied vom Tod. Wie geht das? Richtig, sehr gut. Ja. Ja. Du bist ja grandiose. Ach, mir fällt ja gerade erst ein, du bist doch eigentlich auch Musiker nebenbei, ne? War ich mal, ja. Ja, da spielt er so Gitarre und so ein Zeug, deswegen kann er doch so ein Kram. Deswegen ist er ein bisschen musikalisch. Ein bisschen. Also sowas. Irgendwann muss er erzählen uns mal was spielen. Oh. Ja. Oh. Ja. Warum nicht? Mhm. Ja. Ja, spielen wir das Lied vom Tod? 69? Nein, das spiele ich dir nicht. Nein, das kannst du nicht. Also sollst du nicht. Nee, ich will's ja auch gar nicht. Ist ja auch egal. Aber grandiose Anfangsszene. Mit dem, Wo die an dem Zug warten. Genau, und dann irgendwie die ganzen, der einem tropft immer irgendwas auf Wut. Der andere hat die Fliege in der Pistole. Genau, und der nächste knackt sich alle Finger durch, also ständig. Ja. Einmal, kann ich auch? Das ist eine sehr, sehr lange Anfangssequenz. Sehr lange, das geht glaube ich 10 Minuten lang, bis der Zug da hinten nicht ankommt, der Dusselige. Ja. Spiel mir das Lied vom Tod auf jeden Fall empfehlenswert, ein Klassiker. Klassiker. Und das haben wir heute gelernt, wann das alles passiert ist. Am 14. August. Ich bin total stolz drauf, ja, dass wir so viel Wissen rausgeben können. Das, also, was wir für einen Mehrwert hier erzeugen, also mit dem Content, das ist... Wir sehen uns morgen wieder, 20. August. 15. August. 15. August. Cheerio, Miss Sophie.